Wenn Sie jetzt Text, ja, auf i-Laufwerk. Wenn Sie jetzt Text in dieser Form haben, da ist die Trennung im Prinzip noch relativ einfach. Ich zeige Ihnen jetzt hier im Vorfeld nochmal die Quick and Dirty Variante, wie man das auch machen kann. Die zeige ich Ihnen zuerst, wie Sie quasi Text auftrennen. Ich möchte quasi hier haben, dass Vorname und Nachname in zwei verschiedenen Spalten sind. Und da gehen Sie bitte folgendermaßen vor. Schauen Sie erst zu, Sie können es selber nochmal ausprobieren. Ich markiere mir hier den Text, den ich aufspalten will. Also hier diesen Bereich. Dann gehe ich auf Daten und jetzt muss ich gucken, hier Text in Spalten. Und jetzt habe ich hier so einen Assistenten und kann jetzt hier sagen, wie ist die Trennung vorzunehmen. Also getrennt ist das hier mit gewissen Zeichen. Ja, in dem Fall passt das, wie Kommas und so weiter. Auch ein Leerzeichen ist letztlich ein Zeichen. Also bleibe ich hier bei dieser Option, gehe dann auf Weiter, habe auch eine Vorschau hier unten, kann ich ein bisschen verfolgen. Jetzt muss ich ihm sagen, was ist mein Trennzeichen? Ja, das kann natürlich verschieden sein. In unserem Fall ist es ein Leerzeichen, also sage ich hier Leerzeichen. Jetzt sehen Sie auch hier in der Vorschau, wie er das getrennt hat. Ja, jetzt noch zusammen. Jetzt sage ich Leerzeichen und er trennt das auf. Man kann hier auch ein Extrazeichen, glaube ich, sogar eingeben. Hier unten. Ja, jetzt gehen wir hier auf Weiter. Jetzt kann ich noch sagen, dass das hier Text sein soll und das soll eigentlich auch Text sein. Wenn Sie jetzt meinetwegen andere Datenformate hätten, zum Beispiel Zahlen, die Sie rausholen wollen oder so, dann könnten Sie auch sagen, dass das Zahl oder Datum ist. Jetzt kann ich noch sagen, wo ich das hinhaben will. Er würde mir aktuell das hier in die Zelle A4 machen, also das quasi überschreiben. Das will ich nicht, deswegen lösche ich das raus und klicke hier einfach daneben, hier hin, also C4. Und gehe jetzt auf Fertigstellen und er hat das Ganze im Prinzip jetzt aufgedröselt. Ja, die beiden Datensätze. Ja, dasselbe können Sie hier nochmal probieren mit den beiden. Gehe also wieder auf Text in Spalten, getrennt mit einem Zeichen. Wähle das Zeichen aus, hat er sich gemerkt. Gehe auf Weiter, sagt, das soll Text sein, das auch. Wo soll es hin? Das soll hin hier daneben. Und gehe auf Fertigstellen und wir haben das Ganze aufgespalten. Probieren Sie es bitte mal aus. Das ist die Quick and Dirty Variante.